Der Zeuge, der Übeltäter unseres ersten Untergangs, steht vor unserer Tür. Wir dachten einst, er selbst sei die Dunkelheit. Stattdessen ist der Zeuge eine Entität, die die Dunkelheit gegen uns einsetzt. Er sprach durch unsere Geister, bot uns Erlösung für unsere Ergebenheit an. Wir lehnten ab. Obwohl wir sein wahres Ziel nicht kennen, glauben wir, dass er beenden möchte, was er während des Untergangs begonnen hat. Wir wurden auf die Probe gestellt als Savatun, die Schargöttin der List, sich als einer unserer führenden Hüter ausgab. Osiris. Sie fand unsere Geheimnisse heraus, aber Osiris erfuhr im Gegenzug von ihren. Savatun hat gegen den Zeugen rebelliert. Sie versteckte auf Neptun etwas, was unsere einzige Chance sein könnte, ihn zu besiegen. Und jetzt sind der Exkabal-Imperator Kallus und seine Loyalisten mit dem Zeugen auf dem Weg zur Erde. Doch wir schlossen Allianzen mit Kallus' Tochter, Kaiserin Keitel, und Mithrax, dem Elixni-Anführer vom Haus des Lichts. Zusammen stellen wir uns dem gemeinsamen Feind. Der Reisende hat die Erde plötzlich verlassen, um den Zeugen zu konfrontieren. Dieser Konflikt entstand lange, bevor wir existierten. Aber wir werden einen Weg finden, ihn zu beenden. Es sind einfach zu viele! Sie sind überall! Vorhut an alle Einheiten. Haltet den Feind vom Reisenden fern. Um jeden Preis. Sie haben den Schleier. Wir können den Feind nicht angreifen. Wir haben keine Wahl und keine Zeit mehr. Osiris. Nicht sterben.
Alter, Leute, was ist da gerade passiert? Ich meine, wir spielen das jetzt nicht zum ersten Mal, aber trotzdem kicken die Cutscenes jedes Mal aufs Neue rein. Anders wird, oder? Okay, keine Antwort von den beiden. Sehe ich ein. Damit sage ich jetzt einfach mal ein kräftiges Servus zu einem Full Playthrough durch Destiny 2 Lightfall. Mit am Start Frecki. Jo, moin. Und Justin. Grüezi. Die verlinke ich dann mal unten in der, ja, in der Videobeschreibung. Wir spielen jetzt nochmal Destiny 2 Lightfall mit diesen beiden zusammen. Wir haben schon gespielt, wir haben schon quasi Ersteindrücke, aber extra für euch legen wir uns nochmal voll in die Rolle mit Erstkontakt auf Legend. Wir sind ja keine Noobs oder whatever und wir schallen da jetzt rein, Der erste Run war ja quasi einfach nur mehr Durchgerenne, um halt eben den Grind real werden zu lassen. Und jetzt enjoyen wir das Ganze. Warum ich das Ganze mache, ist eigentlich recht simpel. Ich mache es einfach nur für die Unentschlossenen unter euch, die sich nicht sicher sind, ob sie Lightfall haben wollen und oder nicht. Und unter anderem einfach nur, um die Erinnerungen im späteren Verlauf für euch am Leben zu lassen. Und damit sage ich herzlich willkommen zum Black Screen. Hallo! Es ist fast schon wie ein Day One. Nee, Day One hast du kein Black Screen, da hast du Error Codes. Ah ja, stimmt, da mache ich ja den Genesis. Da hast du ein Ladescreen. Da mach mal einfach mal den Genesis, sehe ich vollkommen. Oh, es geht los. Schleier vor Kallus zu erreichen. Und bitte, bleib in seiner Nähe. Er hat nur noch dieses eine Leben. Alter, stell dir schon vor, das mal in 3D vor. Und würde ich fühlen, auf jeden Fall. Ey, ich wäre sowas um den Sitz reingepresst. Yay. Sag mal, war das jetzt eigentlich Bungies Ernst? Wir befanden uns doch gerade im Hypersprung, oder nicht? Yes. Und was macht unser Hüter? Er stirbt im Wasser, bei Fallschaden, Knöchel gestoßen. Und ich überprüfe gerade unseren Standort. Wir sind gleich bei den unseren Riesenplaneten. Im Orbit von Neptun. Osiris hatte recht. Der Zeuge hat Kallus hergeschickt, weil hier etwas versteckt ist. Hüter? Ich habe keine blinden Passagiere erwartet. Hallo. Kallus sucht ein Artefakt auf Neptun. Den Schleier. Ich arbeite an einem Plan, um ihn aufzuhalten. Findet erstmal einen Weg durch dieses Schiff. Ja gut. Ja, wie gesagt, wir befanden uns ja gerade im Hypersprung. Unser Hüter stirbt beim Fall ins Wasser. Unser Hüter stirbt, wenn er gegen ein Steinchen stößt. Aber hey, einen Hypersprung überstehen wir tatsächlich fast stehend. Finde ich ja mal super genial. Aber jetzt heißt es ja einfach mal volle Kamelle durchprügeln. I got a Wii! Granate fliegt. Wow! Die Pyramidenresonanz schirmt die Kabale ab. Eine weitere Waffe des Schattenlegion Kabale. Manche Einheiten tragen Tech-Ex auf dem Rücken. Wir bekommen einfach das Spiel neu beigebracht. Muss ja auch. Sehe ich ein. Oh, Eskappe! So, was ist jetzt auch nur das Gang? da lang, genau. Meine treue Schattenlegion. Jungs, lass mich nicht zurück. Ich habe keine Barrikade, kannst du zumachen? Oh, verdammt. Ich habe auch keine. Unsere Allianz mit dem Zeugen trägt köstlich. Ach, ich hätte Stasis spielen müssen. Hätte schon ausspielen können. Gemeinsam werden wir das Sonnensystem verschlingen. Vorwärts, Flotte. Er braucht aber einen großen Magen, wenn er mit dem Sonnensystem. Aua! Sonnensystem verschlingen will. Für den Herald des Zeugen. Ach, hast du einen Penny verloren, Frecki? Ja. Hast du gefunden? Das ist mir leider die ganze Zeit im Außerhand. Die Kabalflotte zufügen können, verschafft uns Zeit. Wir sollten uns so schnell wie möglich treffen. Aber vielleicht können wir den Kern des Schiffscomputers deaktivieren. Ich habe hier ein Terminal gefunden und euch den Aufbau ihrer Schiffe geschickt.
So, jetzt können wir reden. Ich versuche immer noch so ein bisschen der Story zu folgen. Für etwaige Dingskirchens-Bummens-Sachen. Ja, ich gehe auch lieber mal da unten rein. Das klingt gerade so falsch. Ich bin froh, dass ihr das hier seht. Damit seid ihr mit dem Ich gehe nach unten rein nochmal etwas legitim. Nee, verdammt. Ihr wisst, dass wir von da gekommen sind. Von da kamen wir ja. Freggy, wo führst du mich hin? Ich bin ausgesperrt. This is a wall. You cannot pass. You slap the like button right now. Pass. Warum muss ich jetzt bei dir an Davy 504 denken? Nobody knows. Nobody knows. Nobody cares. Oh nein, hier ist eine Wand. Ich komme hier nicht durch. Bitte helfen Sie mir. Oh, ich kann nicht mal vorbeigehen. Okay. Du bist kritisch. Ja, das stimmt. Ich habe auch nie das Gegenteil behauptet. Okay. Ah, rababababababababa. Gulle, 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 ramsamsam. Ich werde gerade ein bisschen, ja. Ja, was ist los? Ja, cool. Wo bist du denn? Ah, da unten, da hinten. Was machst du da? Urlaub, tatsächlich. Lass mich Arzt, ich bin durch, oder was, hä? Ja, immer. Der Koloss, der ist jetzt da. Geht es nicht aus dem Kopf, dass wir vielleicht besser zurückgeblieben wären, um den Reisenden und unser Volk zu beschützen? Was richtig ist, was ich so wollte? Stopp! Wenn der Zeuge eine Verbindung zum Schleier herstellt, wird das ganze System untergehen. All unsere Verluste wären zwecklos gewesen. Wir standen noch nie vor einer so großen Bedrohung. Selbst wenn ihr geblieben wärt, hättet ihr keine Chance gegen den Zeugen gehabt. Niemand das. Ja, der Zeuge. Einzige Hoffnung, den Zeugen zu überleben. Der ist doch absolut nicht mächtig. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott. Frecki! Mama! Er hat an dir rumgesaugt. Wie war's? Nicht geil. Nicht geil? Nicht so ein bisschen erotisch? Mehr Überraschungen. Geil. Also war das Rumsaugen nicht toll? Nein, okay. Nee, kann ich nicht weiterempfehlen. Kannst du nicht weiterempfehlen. Warum nicht? Ich wollte aber. Mann. Nein, ah, du Schilddepp, du Bläder, du Dreckier, ich mach euch alle kaputt, putt. Samo, Justin, du hast mehr Spaß wie mir, oder? Kann das sein? Gelangen wir zum Kern des Computers. Ja? Machen wir uns nicht auf den Weg. Hä? Achso, die Schilder runter. Wir müssen uns so für Socke machen. Ich habe aber keine Sorge an, was jetzt? Das ist der Kern ihres gesamten Schiffs. Das ist jetzt so eine Frage, die man nicht stellen könnte, ne? Und ich erwarte jetzt eine Antwort. Was meint ihr? Socken während dem Sex an oder aus? Das kommt auf die Temperatur drauf an. Fragen wir einfach mal. Fragen wir einfach mal die Zuschauer. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wir müssen einen Weg finden, um zur Oberfläche Socken zu gelangen. An oder aus? Ich glaube, ich kenne da eine Methode, um das zu schaffen. Ah, loot. Spiel einfach mal die Nono. Meine improvisierten Tricks haben eine hohe Erfolgsquote. Kommt einfach hierher. Schnell. Alles klar, Osiris, wir sind auf Weg. Ey, ist ja schon klar, dass wir eigentlich so viel reden, dass ich einfach den Text verpeile? Animal, du musst auch schnell machen. Hier, guck. Carlos Flaggschiff. Er ist auf dem Weg direkt. Ja, wenn wir schnell haben wollen, wären wir jetzt eigentlich dort draufgesprungen. Wäre dort mitgeflogen. Ich probier's aus, war, ne? Ich bin daneben gesprungen. Ja, du Noob. Kleiner Hüter. Was hältst du? Ach, das war richtig. Ich beeile mich. Ich bin ganz schnell. Na, alles gut. Frick, hat immer kurz einen Abstecher bei Megas gemacht. Ganz mal noch. Ganz gut. Voller Tatenkraft bist. Ja, ich bin so dieser Arena-Typ. Ah, Mami! Shut up, ich hab ein stärkendes Riff drin, kein heilendes. Ah, Schubsen verboten. Weggrenadiert. Oder auch nicht. Ja, in die Sense. Jo. Denkt auch, er ist ein Roadrunner hier. Meep.
Yay. Wuhu. Oh, das ist ein Spruch an Fragen explodiert ist. Ja, es hat explodiert. So, jetzt ist so, Mama. Ja, wir müssen zu Osiris, schnell. Zu Osiris. Er erledigt Dinge immer auf seine Weise. Jawohl. Das hat sich wohl nicht geändert. Selbst seitdem. Wir sind also die Einzigen, die ihm helfen können. Okay, das ist der Plan. Zerstört den Antrieb. Von diesem Schiff, auf dem wir gerade sind. Ja. Egal wie verrückt es klingt, wir müssen diese Invasion stoppen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um den Zeugen aufzuhalten. Wenn ihr mir dabei nicht helft, verschwindet. Oh, meine Güte, du bist auch so ein protziges Kind, Alter. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann geht. Nee, dann sage ich das alles meiner Mama. Oh nein, nicht der Mama. Alles, nur das nicht. Bitte. Die kommt im Schlappe, Alter. Und die kommt hatte, nicht, die steht in China und wirft bis hierher und trifft. Und die hat einfach 99k Damage, Alter. 100%. Schalten wir den Antrieb aus. Ja, wir haben ja nichts Besseres zu tun. Machen wir jetzt die Antriebe kaputt. Das sieht zwar aus wie hier auf der Titanic, aber okay. Ich schütze uns. Okay, ich bin nochmal weg. Tschüss. Falls ihr euch die Frage stellen solltet, Leute, Frecky, der anwesend ist, ist stumm. Warum wechsle ich auf Schwert? Das ist nicht Karma. Ich habe gemacht kaputt eine Antrieb. Warum machen du sowas? Okay, haben wir noch einen Antrieb? Was mit dir? Mama. Aua. Hast du gesagt, du willst diesen Antrieb? Ja, ich will einen Antrieb. Wo? Ich komme zu dich. Aha. Ich will auch einen Antrieb kaputt machen. Ich werde hier gerade ganz schön geliebkost. Ich auch. Ach, bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. So, jetzt ein Antrieb. Ah, da, 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 da. Verdammt, ich muss nachladen. Jetzt. Ah, da, 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 Leute, ihr habt technisch gesehen einen Stromausfall. Unverzüglich. Rettungsports, alles klar. Loot, mit meinem Nudelspiel. Oh, oh geil. Ich glaub, besser. Er hat durchgerannt, er ist Gott. Wer da durchkommt, verdient den Titel God-Mode. Ja, immer diese Cheater hier. Blut. Ich habe eine Waffe gekriegt. Boah, geiler Scheiß. Wo seid ihr? Ja, wir sind doch gleich da. Wir stecken fest. Wir müssen einen anderen Weg finden. Osiris, I'm stuck. I'm stuck. Süß. Bonk. Aha, nach da oben geht's weiter. Meine Nase hat mir geraten, verschwindet. Hui. Was war gerade dein Versuch dahinter? Oh, schon wieder falsch rum. Da hat schon jemand erfahren. Nee, du lass mal. Hallo. Achso, hier sind keine Feinde. Hier müssen wir hin. Ach. Ey, Alter. Ja, genau, hier. Einfach die Scheibe kaputt schießen, dann kannst du da rein. Ja, aber das ist brustsicheres Panzerglas. Da kommt sogar ein Titan mit seinem Schädel nicht durch. Hätten sie mal die Rüstung aus diesem Material gemacht. Uff. Hui. Hä? Schi. Ach, die Rakete hat genau das getroffen, was sie sollte. Nämlich nicht. Ist das nicht irgendwie oft so? Ja, ja doch. Granate fliegt. Achtung. Oh, ein Feuersprite. Dunk. Ach Mann. Ach nö. Juckende Nase, Alter. Da spielt jemand Arkus. Das hört man richtig so schön, wenn der Boost startet. So. Aber der Tesla-Turbo-Modus. Der Tesla-Turbo-Modus. Es ist ein E-Hüter. Man muss ja auch ein bisschen auf die Umwelt achten, gell?
Holy crap, come on! Nicht der Ernst! Scheiße, jetzt habe ich einen Brunnen gezündet, weiß aber nicht warum. Die Gegner, da hinten sind die Gegner. I like it, boom, boom, pow. Frecki, du weißt, es sind auch noch andere Gegner. Lass mich in Ruhe. Bettelt ihr euch jetzt, wer die meisten Kills bekommt? Nein. Okay, weg dabei. Weg hier reinprügeln. Zack und weggeschnitzelt. Zack, zack, zack. Ja, zack. Da oben. Oh, der hat Bock. Komm her. Oh. Nein. Lebe. Was war los, Justin? Nix. Ah. Ich hol mir gleich noch ein Eagle-Edge-Schwert, damit ich schneller bin. Mir ist die Batterie ausgegangen. Ja, da muss ich doch mal Tesla anrufen. Ich brauch eine neue. Yay. Warum renne ich eigentlich mit Schwert rum? Kann mir das mal einer sagen? Weil du Frecki schlagen wolltest. Wir haben einen Schlüssel. Agadoui. Oh, ein Engramm. Noch eine Waffe. Oh. Oh. Okay. Hallo. Ah, das war dann zu erotisch, da hat mein Hals auf. Wenn es dem Hals zu erotisch wird, man kennt's. Wir bekommen. Ja, die Bubble schützt dich auf jeden Fall. Hallo, jetzt mal schauen. Wir prügeln dich dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ah, Mama! Da war in meinem Gesicht. Helfen Sie mir, aber ich werde gerade ein bisschen Das lutscht mal wieder ein bisschen an dir rum. Ja. Schmeckt geil. Also, du. Immerhin wurde ich nicht von einem normalen Psion getötet, so wie ein gewisser jemand. Mhm. Ach stimmt, wir haben nur eine begrenzte Wiederbelebung. Warum sagt das keiner? Ah, ja, stimmt. Da war ja was. Brunnen steht. Boah, kannst du mal aufhören, dich so schnell zu bewegen? So kann ich dich nicht anschließen. Ah, falsche Waffe gewechselt. Friss Schild. Alles muss man nachladen. Hier. Da. Und du kriegst jetzt eine Sense in den Magen. Komm. Bom. Oh, schon vorbei? Ja gut, schade. Hast du mir gerade mein Typ hier weggesenst? Ja, ich bin der Sensenmann. Kann es sein, dass wir alle die Sense drin haben? Sind wir nicht alle ein wenig Bluna? Bong! Sind diese Dinger sicher? So schlimm kann. Ich glaube, sind die Dinger sicher. So schnell kann es gar nicht sein. Ja, jit. Wie geil. So, und jetzt, wie sieht es bei uns aus? Blöp, und fliegen wir schon? Werden wir auch schreien? Sind wir schon drin? Schon schief gehen. Hüter gefallen. Wir sind schon bei CG, Leute. Es wird heiß. Temperatur arktisch über 100.